Ja, jetzt bin ich mal wieder auf der Schwäbischen Alb. Erinnert euch, im Hintergrund seht ihr ja den Bienenstand, wo ich die noch relativ spät in den Raps gefahren habe. Da ist ja noch relativ spät geblüht. Ich habe jetzt ja gedacht dann damals auch, dass ich hier zum Waldhonig bleibe. Und damals habe ich ja relativ viele Läuse auch gefunden. Die sind aber irgendwie nicht so in die Vermehrung gekommen. Also ich hatte jetzt hier vor 2 oder 3 Wochen nochmal nachgeschaut. Da habe ich gedacht, ja, weiß ich auch nicht, hatte ich eigentlich jetzt besser in Erinnerung. Aber wie es dem sei, es ist jetzt einfach auch hier so. Dass wir haben jetzt ja den kalten Tag heute, hatten relativ viel Regen und geringe Zunahme auf der Stockwaage. Ich bin jetzt hier oder ich gehe jetzt noch mal hier ein bisschen durch den Wald, schau was ich finde. Bin da jetzt dann nicht so zuversichtlich und werde dann einfach mal die nächsten Tage noch mal die Waage im Auge behalten und dann entscheiden, was ich mache. Ob ich die Bienenvölker dann wieder heimhole oder ob ich sie nochmal hier stehen habe. Weil daheim hat es jetzt auch vor den 2 Regentagen eigentlich ganz gut wieder ausgesehen mit Zunahmen aus Brombeer, Linde und ganz verschiedenen Sachen noch. Und ich meine, es ist für mich auch immer schöner, wenn die näher bei mir stehen, dass ich nicht so fahren muss. Aber da würde ich jetzt einfach nochmal, wie gesagt, 2, 3, 4 Tage abwarten und mich dann wahrscheinlich entscheiden, was ich mit den Bienenvölkern hier mache. Ich habe jetzt bei denen hier auch alle das Propolisgitter eingelegt. Ich meine, das hatte ich ja im letzten Video zum ersten Mal erwähnt, dass ich mir da diese lebensmittelechten Gitter bestellt habe, um Propolis zu ernten. Dass ich das mal versuchen will. Und wenn ich jetzt schon hier bei einer Kontrolle bin, habe ich gedacht, lege ich sie auch gleich mit ein und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Ja, jetzt bin ich hier mal ein paar Schritte noch mal in den Wald gegangen. Was sieht man so? Also was blüht, sind die wilden Himbeeren, die Brombeeren fangen jetzt an. Holunder, was man hier überall auch sieht, ist jetzt für die Bienen nicht interessant. Und ja, also wie gesagt, wahrscheinlich lasse ich sie dann jetzt wirklich noch mal einfach 3, 4 Tage stehen oder bis in die nächste Woche hier stehen und schaue dann, wenn ich einen besseren Platz habe, also einen Platz, wo jetzt mehr Zunahmen hat im Honig, wo mehr Blütenvielfalt vielleicht auch hat, dass ich sie dann wieder Richtung Heimat fahre. Ja, hier dann jetzt nochmal ein kleiner Rundumblick, wie es im Prinzip um den Bienenstand herum aussieht im Wald. Lasse ich euch kurz alleine und dann geht's weiter. Ja, endlich. Ja, ihr seht es im Hintergrund. Kupplung gewechselt, Motor wieder drin. Ja, war ein bisschen, den Motor da reinzukriegen, ein bisschen ungünstig, weil es mir hier bergauf geht und die Position auf der Palette ja nicht so gepasst hat. Aber es ist schon drin. Jetzt muss ich aber endgültig wieder zu den Bienen und da schlüpfen jetzt Königinnen. Da muss ich das Wetter oder den Tag heute will ich da noch nutzen. Und dann geht's vielleicht morgen oder dann nächste Woche weiter mit Auspuff ran. Das wird noch ein bisschen kompliziert. Da kommt man wirklich schwer ran. Und ja, ansonsten muss die Front wieder hin und dann bin ich wirklich mal gespannt, ob er startet und vor allem, ob die Kupplung auch funktioniert. Ja, ihr seht es im Hintergrund. Ich war neugierig und wollte jetzt mal nach 4 Tage sind es jetzt her, schauen, ob man an diesen Propolisgittern schon was sieht.
Und ja, man sieht was. Ich versuche es mal euch mit der Kamera zu zeigen. Ja, also hier ist schon Propolis drauf von beiden Seiten. Also das ist jetzt noch nicht viel. Aber ich meine, es sind jetzt 4 Tage, davon waren zwei Tage im Prinzip komplett Regen. Ich hätte nicht gedacht, dass man überhaupt schon was sieht. Ja, so ist es, ne? Also bin ich guter Dinge, dass das wird. Da habe ich jetzt, das sieht jetzt ja auch nicht nach viel Wachs aus. Bin ich mal gespannt. Und dann schauen wir mal beim nächsten Mal wieder. Jetzt sind wir auch schon wieder am Schluss angekommen. Also die Woche ein relativ kurzes Video. Aber es war relativ ruhig, ne? Wir hatten viel Regen. Es gab nicht viel Zunahmen. Die Linde blüht zwar und der Klee blüht und wird beflogen. Aber allgemein muss man sagen, es war eine relativ ruhige Woche bei mir in der Imkerei. Vom Waldhonig her, da denke ich nicht, dass bei uns in der Region da noch groß was passiert. Vielleicht in der Tanne, aber das kann man jetzt noch nicht sagen. Da will ich noch eine Waage aufstellen auch. Ja, und ansonsten war es das eigentlich diese Woche wieder. Mittlerweile habe ich mich entschlossen, dass ich wahrscheinlich morgen dann die Bienenvölker doch von der Alp wieder reinhole. Aber das sehen wir dann im nächsten Video. Also bis dahin, macht's gut. Tschüss.